So, da haben wir jetzt zum Beispiel etwas, was ganz interessant ist, war ja gestern quasi in den geheimen Reich von Markus Kobel und haben wir das angeschaut, wo diese Züchtungen stattfinden und wo ausgewählt wird und selektiert wird. Der ist Gulliver. Von der Größe her wirklich ideal. Und der wächst auch nicht größer. Also gerade entweder für kleine Gärten oder für Terrassen etwas ganz was Ideales und hat aber köstliche Früchte. Können Sie mit hier degustieren? Ich bringe gleich mal da rein. Das ist schon interessant. Also ich habe gestern Nachmittag ungefähr, glaube ich, gefühlte 40 verschiedene Apfelsorten verkostet. Die Nacht war aber trotzdem angenehm. Soll ja. Soll gesund sein. Ja. Nein, es war dann gegen Ende, haben wir gedacht, das ist irgendwann reicht's. Das ist diese Mini-Apfel-Gulliver. Ist übrigens auch scharfresistent. Da kommt also keine Pilzkrankheit, ja, wir sind bei einem Meter. Süßer Apfel. Wächst. Okay. Das ist der erste, der unter einem Meter hoch wird. Der ist genetisch so, dass er nur schwach wächst, kurze Abstände zwischen den Knospen hat. Die Speisung der, ich weiß nicht was. So, Markus, aber jetzt wäre es interessant, jetzt habe ich dann so einen Baum, ja? Und den Baum schneidet man ja normalerweise im Februar. Was empfiehlst du da bei dem Baum? Beim Schnitt? Zunächst mal gar nicht schneiden. Weil der ist so fruchtbar, immer Schnitt heißt ja immer, die Pflanze dazu zu bringen, dass sie zu wachsen beginnt. Das braucht man vorläufig da nicht. Mit der Zeit schon, der wird dann so viele Früchte tragen, dass er gar nicht mehr wächst. Da müssen wir beginnen, ihn so ein bisschen zu kitzeln, damit er jung bleibt. Und dann würde ich auch sagen, im Februar, bevor die Pflanze beginnt zu wachsen, schneiden, nie im Herbst schneiden. Also die Leute haben so das Knopfbau muss im Herbst schneiden, sonst wird er nicht fertig. Ja, ja, nein, das ist wichtig, das aber die Leute haben immer das Gefühl im Herbst, sie wollen alles im Garten erledigen, Schweizer, Österreicher und auch Österreicher und Deutsche sind ordnungsliebend, die wollen alles in Ordnung bringen. Und dann schneiden sie schon im Herbst, möglichst schon im September, Oktober, aber jedes Blatt hier produziert Energie, produziert Reservestoffe, die Pflanze im Winter braucht. Und wenn wir das schon wegschneiden, schwächen wir die Pflanze. Und das wollen wir nicht, also grundsätzlich im Februar, Anfang März, bevor die Pflanze beginnt zu treiben, schneiden. Es ist auch keine Katastrophe, wenn Sie mal im April schneiden. Sie sehen schon die ersten Spitzen und Knospen, macht gar nichts. Also muss man keine Angst haben, dann zu schneiden. Aber nicht im Herbst, erst im Frühling. Das ist interessant. Ja, nein, es ist auch grundsätzlich so. Es gibt zwei Schnittzeitpunkte. Der erste ist der Februar und der zweite ist Juli, August, der Sommerschnitt. Also besonders stark wachsende Obstbäume, die oft nicht zu bremsen sind, weil sie so stark wachsen, die schneidest du zum Beispiel im Sommer. Und dann nimmst du quasi ein bisschen Kraft weg. Assimilationsfläche weg im Sommer. Die Pflanze kann dann eben nicht so viel Energie produzieren und dadurch schwächt sie. Und das ist die zweite Möglichkeit. Bremst ein bisschen, das bremst. Ja. Ich meine, das, was der Markus zuerst gesagt hat, das ist ja ganz interessant. Nicht? Du hast jetzt da auf einem Baum Millionen von Blättern. Die sind voll mit Energie. Der Baum ist ja wirklich ein interessantes Objekt, der sagt, sparen, sparen, sparen. Und alles, was an Energie in den Blättern ist, wird jetzt im Herbst zurückgeholt. In die Rinde, in die Wurzeln. Und dort eingelagert. Das ist jetzt diese berühmte Laubfärbung, wo alles, was an Nährstoffen ist, herausgeholt wird und zurückbleiben dann die gelben, roten Blätter bei den Ziergehölzen und so weiter. So, und dieses Zurückholen bleibt drinnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum, der stark wächst, relativ viel schneide, im Februar zum Beispiel, dann ist die gesamte Energie von dem großen Baum in den Wurzeln. Jetzt wächst er nachher noch einmal stärker, weil der Tank voll ist mit all der Energie von den Blättern. Und jetzt ist dann noch einmal ein größerer Schub. Daher empfehlen wir immer, dass man sagt, wenn ich schon einen stark wachsenden Baum habe, entweder im Sommer schneiden, was auch notwendig ist, oder ganz spät, wie du zuerst gesagt hast, im April zum Beispiel schon, wenn schon ein Großteil der Energie wieder in den Knospen ist. Damit bremst du ihn auch. Das ist immer das Problem, dass manche sagen, ah, ich muss im Februar schneiden und haben dann hunderte Besen und der rote Boskop, ne? Das ist zum Beispiel roter Boskop, eine alte Apfelsorte, also die explodiert ja, wenn du die im Februar schneidest und er ist auf einem guten Boden und ist gut gedüngt, die explodieren die Bäume. Das ist noch ein zweites Thema, gerade beim Boskop.
Bäume alternieren manchmal, gerade größere Bäume. Ein Jahr tragen sie viel, ein Jahr wenig. Immer schneiden, dann, wenn sie viel tragen. Ja, weil dann wird der Baum nicht wahnsinnig reagieren mit Wachstum. Und wenn sie halt wenig tragen, also in dem Jahr, wo sie wenig tragen werden, nach dem Jahr, wo sie viel getragen werden, wenn ich da früher schneide, dann explodiert der Baum erst recht. Und noch eine Regel ist wichtig, wenig starke Schnitteingriffe ist viel besser als 100 ganz kleine Schnitteingriffe. Wenn die Leute dann beginnen, überall diese Wasserschosse wegzuschneiden und aus jedem Wasserschoss entstehen 3-4 Triebe, wird der Baum nie schön. Lieber sich strategisch entscheiden, hier, also jetzt nicht theoretisch hier, der Ast läuft über dem Ast. Ja? Irgendwann werden kleine von den beiden wegnehmen. Jetzt nicht, jetzt soll der mal tragen und ruhig bleiben. Oder so strategisch überlegen, wir brauchen nicht zwei Äste, die übereinander laufen. Dann nehme ich aber einen ganz weg und schneide nicht beide ein bisschen kurz. Also Schnittregel Nummer 1 ist, starker Schnitt fördert starkes Wachstum. Je stärker du schneidest, desto stärker ist das Wachstum. Daher nehme ich einen Baum, der zum Beispiel schwach wachsend ist und wo ich mir gedacht habe, der braucht ein bisschen Energie, den schneide ich stark. Gerade umgekehrt, weil viele glauben immer, ah, der wächst nicht stark, den rühre ich nicht an. Dann wird kein Anreiz zum Wachstum geliefert. Und stark wachsende Bäume schwach schneiden, weil sie dann gebremst werden. Das ist immer das Gegenstück zu dem. Und das Zweite ist, wie du gesagt hast, wir sagen immer so ungefähr ein Drittel maximal herausschneiden. Ein Drittel des Astes, ein Drittel der Äste, mehr nicht schneiden. Je mehr du schneidest, desto größer ist das Wachstum. So, jetzt werden wir da setzen. Gulliver, in einen großen Topf. Was? Ja. Ich glaube, das geht. Ist zum Beispiel auch was Wichtiges, wenn Sie so Erdsäcke kaufen, und da sind so große Brocken, immer wieder zerdrücken, weil zum Teil wirklich da Luft drunter bleibt. Ja. Also es sollte wirklich keine groben Teile drinnen sein, das ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist im Topf, wie man da sieht, da sind Stoffe drinnen, die dafür sorgen, dass die Erde luftig bleibt. Also diese kleinen Kugeln, die da sind, das ist zum Teil Lava, alles Mögliche, was da reinkommt. Also das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass eben eine gute Struktur ist. Sollte man eher eine grobe Erde haben, eine grob strukturierte Erde, die nicht in sich zusammenfällt nach einem Jahr und dicht wird, sondern die weiterhin über mehrere Jahre Luft hat. Wie kenne ich gute Erde? Das ist ein guter Tipp immer. Weil viele kaufen ja ganz gern dunkle, schwarze, ganz feine Erde. Falsch. Erkenne du eine gute Erde, indem ich einen Handvoll nehme, fest zusammenpresse und wenn ich es öffne, muss es locker bleiben. Wenn die Erde, wenn ich es zusammenpresse, zusammen bleibt, wie ein Schneeball, ist nichts. Schlecht. Absolut schlechte Erde. Weil auch die Wurzeln brauchen Luft. Und wenn die Erde zusammensinkt und keine Luft mehr bei den Wurzeln ist, ist schon vorbei. So, Pflanzloch. Wichtig bei den Obstbäumen, das Pflanzen. Sie wissen, wie man Rosen pflanzt. Die meisten sagen immer, wie Rosen pflanzt. Veredelungsstelle beim Obstbaum immer über der Erde, bei den Rosen unter die Erde. Rosen etwa, sage ich, 2 bis 4 Finger breit unter die Erde. Veredelungsstelle beim Obstbaum immer über der Erde. Ganz, ganz wichtig. Warum? Das ist nämlich auch was Interessantes. Wenn du das nicht machst, dann beginnt quasi die Unterlage zu treiben. Man nennt es, ich weiß nicht, ob sie das auch sagt, bei uns heißt es, er wächst sich frei. Sagt sie das auch so? Bei uns, also wenn ein Obstbaum quasi zu tief gepflanzt wird, dann beginnt die Unterlage zu wachsen und er hat zum Teil hier neue Wurzeln. Das heißt, er hat 2 Wurzelebenen und dann ist vorbei. Also das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Edelsorte dann Wurzeln macht. Und das heißt, der Wuchs der Edelsorte ist dann entscheidend und nicht mehr die Wuchsbremse der Unterlage. Das ist einfach der Problem. Also, über die Erde. Im Prinzip genauso tief setzen, wie es im Kopf war. Das ist die Grundregel. Das Aufreißen, weil jetzt manche wahrscheinlich sagen, warum hast du jetzt da zum Beispiel den Wurzelbein nicht aufgerissen? Erst einmal war er eh relativ locker, würde ich jetzt nicht machen. Wenn es später im Jahr ist, früher hat man Obstbäume wurzelnackt gepflanzt. Also das heißt, du hast die Wurzeln geschnitten und dann haben sie zu wachsen begonnen.
Das ist jetzt fast noch ein bisschen zu früh, wenn ich jetzt aufreiße. Aber später im Jahr, so Oktober, Ende Oktober, wenn man sieht, dann kann man den Wurzelbein aufreißen, weil dann fangen die wieder kräftig zu wachsen. Wir sind noch radikaler. Ja? Also wir haben in den letzten Jahren gelernt, wir sagen immer ab 1. Oktober ist bald. 1. Oktober, okay. Ab 1. Oktober sagen wir sogar, wenn du einen Containerbaum kaufst, schüttle alle Erde aus. Ja, ja, ja. Ein bisschen verrückt, ich sage Ihnen nachher, warum wir das machen. Schütte alle Erde aus und pflanzt, nehmt dann gleichzeitig die Blätter weg, weil sonst verdunstet ihr hier Wasser und runter bekommt ihr keins mehr. Dann wächst er viel besser ab. Wir haben nämlich Folgendes gelernt, wenn wir den hohlen Wurzelbaum pflanzen, wenn die Leute den zu wenig aufreißen, dann ist das eine physikalische Einheit und wenn die Sonne im Winter drauf scheint, dann erwärmt er sich viel schneller als der Mutterboden und das führt zu Schäden. Das heißt, wir haben Pflanzen, die unbedingt Fischpflanzen, Topfpflanzen, die kaputt gehen, weil sie zu wenig aufgerissen wurden. Also haben wir gesagt, wir machen es lieber radikal. Ab 1. Oktober soll man Containerbäume, Holzbäume, immer voll ausschütten. Pflanzen wie eine Freilandpflanze. Die Erde kann man brauchen zu pflanzen. Kann man dann wieder reintun. Aber dadurch zwingen wir die Wurzeln rauszutun. Und es ist nicht nur eine physikalische Einheit, die über den Winter zu schnell warm wird. Weil ein warmer Kopf signalisiert dem Baum, dass es Frühling ist. Er beginnt Stärke, Zucker umzuwarten. Kann den Zucker nicht brauchen. Dann gibt es Alkohol und er vergiftet sich selbst. Einfach wenn die Frühjahrs- und Kopfbäume kaputt gehen. Wir haben online viele Kundenmeldungen gegeben. Sie schmecken dann unter der Rinde, ist das alkoholisch. Das ist genau dieser Effekt. Wenn man die Wurzeln abpflanzt, kann man das verhindern. Also das Wurzeln abpflanzen ist etwas, was grundsätzlich leider völlig aus der Mode gekommen ist. Leider aus der Mode gekommen. Aber ich sage immer, wer jetzt im Oktober, November seine Rosen, seine Obstbäume, seine Beerengehölze Wurzeln abpflanzt, macht das Beste. Aber die beste Pflanze. Es gibt es fast nicht mehr, also eigentlich gibt es nicht mehr. Und weil die Pflanzen halt jetzt im Topf gekauft werden, also müssen wir im Herbst bei der Herbstpflanzung so ein bisschen etwas Komisches tun. Wir tun die Containerpflanze behandeln, wie wenn es eine Freilandpflanze wäre, wir nehmen die Erde weg, weil das eine bessere Pflanzung ist, als wenn der Wurzelbaum dran bleibt. Vor allem bei Obstbäumen. Wenn man das nicht macht, gibt es Ausfälle. Ich habe mal die Obstanlage gepflanzt im Oktober, November. Und auch die Ballen einfach so reingepflanzt und hatten nach 30% Ausfall über den Winter. Nicht wegen der Kälte, das ist ja auch oft die größten Schäden passieren, nicht wegen der Kälte, sondern wegen der Wärme im Winter. Wenn wir einen Föhntag haben, hier beispielsweise, die Sonne drauf scheint, dann bekommt der Baum falsche Signale und handelt falsch. Das kann dann zu Schäden führen. Auch ein Tipp von mir. Zwei Möglichkeiten. Also ein ausgepflanzter Obstbaum wird bei uns zum Beispiel immer mit diesem Baumanstrich versehen. Ja, dieser weiße Baumanstrich. Warum mache ich das? Weil sich die Rinde durch die Sonne, im Februar vor allem, wenn die Sonne schon wieder kräftig ist, erwärmt. In der Nacht hat es dann minus 5, 10, 15 Grad, wie das halt oft ist, auch in unserer Gegend. Und dann kommt es zu den Schäden. Zweite Möglichkeit, weil die viele sagen, ah, das gefällt mir nicht, das weiße Angestrichene, ein Holzbrett an der Südseite davor stellen, vor dem Stamm, sodass der Stamm nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Und bei den Töpfen, trotz schwarze Töpfe, sehr gefährlich im Winter, wirklich mit irgendetwas Hellem einpacken. Das kann zum Beispiel ein Jute schon sein, weil ein bisschen Abstand ist. Aber der Topf erwärmt sich so stark im Februar, das glaubt man gar nicht, wie schnell das geht. Und der Baum meint, Frühling, und es geht los. Wie du gesagt hast, zuerst Föhnstimmung, so wie es bei uns halt auch Föhn immer gibt. Das ist etwas, was ganz, ganz schlecht ist für die Bäume. Und das löst einen fürchterlichen Stress aus, auch für den Baum. Überwintern von Kübelpflanzen, gerade auch von Obstpflanzen im Kübel, Beerenpflanzen, Obstbäumen, eben problemlos, kann man auch draußen machen, aber an einem Schatten, genau. Auch wieder der gleiche Grund, nicht direkte Sonneneinstrahlung, weil das gibt die falschen Signale an die Pflanze. Wenn die plötzlich warme Wurzeln bekommt, hat sie das Gefühl, es ist Frühling. Und dann beginnen chemische Prozesse, wie ich es gesagt habe. Sie wechseln ihre Reservestoffe, die Stärke in Zucker. Der Zucker wird aber noch nicht als Energiestoff gebraucht. Dann eben gibt es diese, ja, wird er besoffen, gibt es Alkohol und das gibt dann die Schäden. Darum an einem schattigen Ort überwintern, wenn es nicht möglich ist oder wenn es immer noch zu warm ist, eben mit etwas, dass eben die Sonne reflektiert, dass sie nicht aufheizt und vielleicht auch ein bisschen isoliert schützen. Isolation nicht gegen die Kälte, Isolation gegen die Wärme, das ist bei Kübelpflanzen eigentlich wichtig. Dazu passend, denn das ist auch etwas, was immer falsch gesagt wird, wir haben zuerst über die Rosen gesprochen,
Rosen werden ja angehäufelt. Sagt ja angehäufelt, versteht's, was man. Also das heißt, im Herbst gebe ich immer so 2, 3 Schaufeln voll Komposterde zu den Rosen, damit die Rose im unteren Bereich vor Wärme geschützt wird. Nicht vor Frost, sondern vor Wärme geschützt wird. Dass die Rose nicht zu viel Sonnenlicht bekommt. Und das Reisig, das man zu den Rosen gibt, ist auch Sonnenschutz. Das ist kein Frostschutz, sondern Sonnenschutz. Weil viele glauben immer, das ist Frostschutz, da ist keine Wärme drinnen, was soll da geschützt werden? Es geht um den Sonnenschutz. Und daher ist mein System, wie ich immer sage, wir haben einen schönen Christbaum und der Christbaum wird, nachdem er abgeräumt ist, zerschnitten und dieses Reisig nehme ich dann zum Auflegen. Es ist früh genug. Der Sonnenschutz ist wichtig ab Februar. Weil ab Februar hat die Sonne wieder Kraft in etwa und dann ist gefährlich, dass die Pflanze zu früh austreibt und dann geht es wieder los. Also Sonnenschutz ist wichtig. Karl, was wählst du jetzt für Pflanzen aus? Ja, ich habe jetzt so... Ja, ich versuche niedrige zu nehmen, beziehungsweise die ein bisschen dann runterhängen. Okay, ja. Ich liebe immer sozusagen die Symmetrie, muss ich auch sagen, bei meinen Töpfen. Also wenn es irgendwie geht, habe ich immer eine Symmetrie drinnen. Wenn ich Kästen bepflanze, dann schaue ich auch immer, dass irgendeine Symmetrie ist. Und in dem Fall habe ich Katzenminze und Minze generell. Das würde ich nehmen. Was ich in dem Fall sogar noch nehme, weil es einfach so ein großer Topf ist, da gehen wir ein bisschen Efeu noch rein. Ja. Was auch wichtig ist, was man generell im Garten machen sollte, wenn Sie ein Blumenbeet pflanzen oder einen Topf oder einen Kästen bepflanzen, immer zuerst aufstellen. Weißt, dass man ungefähr einmal eine Vorstellung hat, wie schaut denn das aus und dann erst wirklich setzen. Ja. Finde ich auch schön, wenn man eine schöne Pflanzenauswahl hat. Also am besten gehen Sie jetzt ins Gartencenter und kaufen dreimal so viele Pflanzen, wie Sie brauchen. Dann haben Sie nachher zu Hause alle Möglichkeiten, die richtigen auszuwählen. Wie kam es? Das haben wir ausgemacht, das sagen wir dreimal. Dreimal? Dreimal, ja. Sagen wir das. Ja, dreimal. Sagen wir das dreimal. Ja. Ja. Wir sind pro Stück bezahlt. Ja, ja. Also wir bekommen pro Pflanze dann noch Geld. Hoffe ich jedenfalls. Aber nicht. So, also so schaut das jetzt aus und so würde ich sie jetzt pflanzen. Was mir auch wichtig ist, wenn man so Pflanzen setzt, Stauden zum Beispiel, zuerst wässern. Also wirklich in eine Tasse stellen mit Wasser und sage ich mal, eine halbe Stunde stehen lassen, damit der Wurzelballen wirklich gut mit Wasser gedrängt ist und dann erst pflanzen. Das machen wir jetzt nicht, damit er nicht noch eine größere Sauerei hier ja. Aber sonst hat er natürlich absolut recht. Ich glaube, ich werde jetzt zum letzten Mal eingeladen. So, da schaut zum Beispiel Efeu. Also den würde ich auf jeden Fall. Ja, da schon her. Der war ein Spruch gewesen. Ja, genau. So, aber den reißt man auf. Den reißt man unbedingt auf. Auch was wichtig ist beim Topfpflanzen, aber das wissen Sie eh alle, Gießrand lassen. Das ist etwas, was wirklich viele übersehen. Und gerade wenn man so große Töpfe hat und der ist wirklich ganz voll mit Erde, du gießt und es rennt alles sofort runter. Und de facto, wenn es im Sommer mal ausgetrocknet ist, die Erde nimmt dann oft kein Wasser mehr auf. Und da brauchst du wirklich einen guten Gießrand, sage ich wirklich 5-6 cm, wo wirklich die Erde, wo es eine Chance gibt, dass die Pflanze ausreichend gewässert wird. Auch ein Trick übrigens, das mache ich auch immer, ich bin ein Pflanzensammler. Ne? Und die Etiketten sind schön. In England sagen sie immer, in meinem Garten gibt es keine Etiketten, weil das sind die Grabsteine der Pflanzen. Christopher Lloyd hat das immer gesagt. Daher mein Trick, ich nehme es und gebe es unten in die Erde hinein. So dass ich immer nur weiß, wenn ich mal irgendwann einmal nachschaue, was sind das für Pflanzen, wo ich nur Kram und dann habe ich es noch, die Etikette. Hat noch einen Vorteil, das heißt, so wie die bedruckt sind, wenn sie unter der Erde sind, bleibt das sehr lange lesbar, 5 bis 10 Jahre lang. Wenn man sie im Licht hat, dann verdünnt es mit der Zeit und man kann es nicht mehr lesen. Das ist ein Trick, den wir manchmal auch machen. Ich glaube, wir werden nicht mehr eingeladen. Warum? Ja, das gehört ein bisschen dazu, oder? Und ich
ich sage, du bist schuld, dann mache ich nichts. Ich lasse ihn machen, damit er schuld ist. Du meinst, ich bin weit weg? Ja, komm genau, von weit weg. Genau. Also immer wichtig, unten ist aufreißen. Das muss man einmal machen. Wenn Sie einen Topf, aber das ist auch wahrscheinlich für alle klar, immer zuerst drücken. Weil manche reißen an und damit reißt du oben die Pflanze ab. Also immer zuerst drücken, damit sie wirklich leicht rausgeht. Etwas, was sehr oft falsch gemacht wird. Ja, wir haben gerissen an der Pflanze. Aber ich glaube, da sitzen eh lauter Experten. Da brauche ich etwas überhaupt nicht mehr sagen. Wir haben vielleicht mal kurz, was vorhin schon ein bisschen über das Bügeln geredet. Wie würdest du so einen großen Kübel jetzt das ganze Jahr bügeln, damit der dann weiter? Weil jetzt haben wir Herbst, jetzt denke ich, braucht es nichts. Jetzt gibt es einmal gar nichts. Genau, genau, jetzt halten wir die mal auf Diät. Die müssen jetzt abschließen, ruhig werden, über den Winter kommen. Aber wie bügelst du so einen großen Kübel das Jahr, damit er möglichst lange und schön ist? Schau, ich beginne im Frühjahr immer mit einem organischen Dünger. Also, wie gesagt, da steht der Biogärtner, ich nehme einen organischen Dünger. Ah, das gibt Oskorna, das gibt es von allen Firmen, Neudorf. Ich sage, im Prinzip ist es ja fast egal, welchen Dünger du nimmst. Jeder lobt sein Produkt. Ja. Und den gebe ich. Ist fast das Gleiche. Bei den Biodüngern sage ich ja generell, bei den Biodüngern ist ja generell so, dass fast alles, auch wenn da steht Buchsdünger, Bärendünger, mit Ausnahme eines Rhododendron-Dünger oder Heidelbeerdünger, ist fast überall dasselbe drinnen, es ist nur die Verpackung anders. Nur für Sie als Information. Also das heißt, der Dünger, beim Biodünger ist fast immer dasselbe drinnen. Wirklich fast immer dasselbe. Daher gibt es bei mir einen Sack Biodünger und einen Sack Rhododendron-Dünger und das war's. Und den gebe ich im Frühjahr. Ich nehme dann auch noch Hornspäne als organischen Langzeitdünger im Frühjahr hinein. Und das war fürs Erste eigentlich genug und bei dem werde ich wahrscheinlich gar nichts anderes machen müssen. Bei stark wachsenden Sommerblumen, Petunien, Sophinien, die ganzen Balkonblumen, Pelargonien, da gebe ich dann noch einen Flüssigdünger dazu. Wie häufig und was für ein? Also bei den Pelargonien, sage ich mal, nehme ich in den meisten Fällen, und das steht jetzt zwar der Biogärtner, sage ich, da nehme ich einen ganz normalen Mineraldünger. Ich weiß nicht, habt ihr Vuxal? Gibt es bei euch Vuxal? Ja, Vuxal. Ja. Vuxal oder was auch immer, ist egal. Früher hat es immer geheißen bei uns, Mittwoch ist Substraltag. Kennt ihr das auch? Hat es das bei euch auch gegeben? Ja. Also es war ein Mineraldünger. Du musst aber wöchentlich was geben. Die Hochleistungspflanze. Das ist es. Sommer immer produzieren. Die brauchen Dünger. Die brauchen Dünger. Schau zum Beispiel Sophinien. Alle kennen die Sophinien. Wunderbare Pflanzen. Und oft kommt im August der Mehltau. Und dann sagen viele, ja, das ist die Witterung. Nein. Die Pflanze ist am Verhungern. Die wird krank, weil sie zu wenig Dünger hat. Und wenn du zum Beispiel Sophinien, Balkonblumen, ab August wöchentlich noch zweimal mit einem Flüssigdünger düngst, die sehen jetzt aus wie neu und beginnen kräftig zu wachsen. Diese Pflanzen brauchen Nährstoffe und das übersehen alle. Das übersehen alle. Aber wie schaffst du das, wenn du immer weg bist? Weil es immer vorträge. Ja. Ich habe zuerst gerade mit meiner Frau telefoniert. Ohne eine erfolgreiche, wie gesagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht mindestens eine Frau. Aber das Düngen ist wirklich etwas, was übersehen wird. Und das ist ja auch oft die irrige Meinung, wenn jemand biologisch gärtnert und sagt, ich dünge nicht, ist absolut falsch. Die Bodenvorbereitung, die Bodenaufbereitung ist das Um und Auf fürs richtige Gärtnern. Wichtig ist natürlich der Kompost. Kompost ist das Um und Auf. Die Humusgabe. Aber ohne dem geht es nicht. Was ich zum Beispiel da noch machen würde, ich würde da jetzt zum Beispiel noch Mulch drauf geben, sodass ein bisschen geschützt ist und dass ihr weniger gießen muss. Was man jetzt da auch nicht machen, das Angießen ist das Um und Auf nach den Pflanzen. Einerseits wegen des Wassers, aber vielmehr wegen des Wurzelerdschlusses. Das heißt, es sind jetzt viele Wurzeln, die in der Luft schweben drinnen. Und wenn ich da jetzt kräftig angieße, dann legt sich überall rundum das Substrat. Vergessen wirklich viele, die dann ein bisschen angießen und sagen, ah, das ist eh alles nass. Nein, das Angießen ist das wirkliche Wichtige. Gerade bei Obstbäumen zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie man zuerst gesprochen hat, Wurzeln mag, die müssen wirklich eingeschlemmt werden. Darum hat man ja früher auch so einen Ring gemacht, wo man das Wasser reingegossen hat und da sind die drinnen gestanden und da haben sie genug Wasser gehabt. Also dieser Wurzelerdschluss ist das Um und Auf. Super. Ja, schau her, ich muss nicht hinten, bleib innen rein. Ja.
wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.